Hallo Leute, heute habe ich mal was von der Firma Molking. World Rating, also Zug. Da habe ich erstmal den Anhänger mit der Setnummer 12003CX, hat 608 Teile. Und wir gucken uns das mal an. Ja, der Transport ist na, hier ein bisschen eingerissen, aber na gut. Anleitung. Ich mache da keinen großen Aufriss von. Wir haben hier 56, ne, heute, ich will nicht unterschlagen. Wir haben hier 60 Bauabschnitte. 60 Bauabschnitte. Und wir haben auch 8 gerade Schienen mit bei. Bei dem Anhänger. Was hat der gekostet? 15 Euro? Mehr war das nicht. Und ich kann euch den mal zeigen, den Anhänger. Den habe ich nämlich hier. Ja, das ist ein mächtiges Teil, ne? Also, ist schon ein Schmuckstück hier, das Ding. Schön in Schwarz gehalten, man sieht es natürlich wieder vom Licht her nicht, da frisst nicht das Licht alles auf. Das andere ist, was ich da noch mitgeholt habe, ist der Zug. Also die Lokomotive mit Tender hinten. Zwei Motoren. Da ist eine Fernbedienung bei. Ein Schraubendreher hier fürs Aufmachen. Da kommen zwei AAA-Batterien rein hier. Und Motoren sind L-Motoren. Also kein Eisenbahnmotor, sondern wirklich. Hier, ich kann euch das mal zeigen. Das ist. Ja, motormäßiges Ding hier. Ne, haben wir hier einen Funkempfänger und zwei Motoren mit Differentialgetriebe, alles drin. Licht ist auch mit bei. Der Aufbau ist eigentlich relativ simpel. Also ohne Schwierigkeiten. Ich habe das noch nicht auf der Strecke fahren lassen. Also ich habe mal keinen Fahrtest gemacht. Wir haben 8 gerade und 16 krumme Schienen mit bei, also wir haben einen Schienenkreis. Ne? Aufkleber haben wir auch mit bei. Die habe ich jetzt nicht draufgeklebt. Ne? Nur bei A und B habe ich das auf der Fernbedienung mit, also auf dem Motor mit drauf gemacht, aber das andere habe ich jetzt nicht versaut. Muss nicht sein. Da ich Chinesisch sowieso nicht lesen kann, ist mir das eigentlich auch eine Hupe. Wir gucken uns erstmal den Tender an. Also der Tender ist natürlich ein mächtiges Teil, ne? Also das ist auch hier. Ja, da ist auch noch hier so eine kleine Funktion, hier so eine kleine Tür noch drin. Den können wir auch noch aufmachen. Hier an der Seite. Und hier ist auch noch alles wunderbar. Auch Magnetkupplungen sind auch noch dran hier. Hier ist das Ding hier für den Zug. Die haben 1552 Teile. Und dann haben wir hier nochmal die Lokomotive. Die Lokomotive ist natürlich ein Klopper, ne? Das ist natürlich brachial, das ist ein Teil. Das ist ein Oschi. Das ist Big Mama, heißt das hier. Ja, auch das Gestänge an der Seite funktioniert alles. Ich werde das hier gleich mal alles umstellen auf die andere Kamera, damit wir uns das hier gleich mal vernünftig ansehen. So, jetzt haben wir hier mal die ganze Sache mit dem Zug hier. Ne? Das ist nur die Lokomotive hier. Ich glaube, ich habe auch irgendwo einen Zollstock. Irgendwo habe ich noch einen Zollstock. Dann gucken wir uns den hier mal an.
uns erstmal die ganze Sache erstmal an hier. Was haben wir denn hier für eine Länge? Also guter 40 cm. Ja, 12 und so hoch ungefähr. Und so allen drum und dran 9 cm breit. So, wenn wir jetzt hier noch den Tender hinten dran machen, der jetzt noch mit dran gehört. Dann haben wir eine Länge von 63 cm. Und wenn wir jetzt noch den Anhänger noch hinten mit dran basteln, dann haben wir hier eine Länge von 95 cm. Also Lokomotive mit Tender und Anhänger 95 cm. Also ist schon eine Hausnummer. So, gefahren habe ich das Ding jetzt, sag ich mal, noch nicht. Dass wir da irgendwie eine Testfahrt gemacht haben. Ob das überhaupt in der Kurve hier durch die Kurve überhaupt kommt. Das ganze Teil. Das wäre natürlich auch mal eine Maßnahme. Da könnte ich gleich mal gucken, dass ich was aufbaue. Und dann können wir uns das ganze Ding ja mal im Online-Modus angucken. Das wäre mal was. Wie das nun funktioniert. So, ich baue mal was auf. So, jetzt habe ich erstmal den Zug hier drauf gemacht. Und jetzt wollen wir mal gucken. So sagt. Härtetest. Also nur Kreisverkehr jetzt, ne? Und funktioniert alles, läuft, ne? Man sieht auch hinten das Licht da. Eine wunderbare Sache. Also kraftvoll sind die Motoren, alle beide. Der einzige Nachteil ist, man muss die Fernbedienung den Knopf drücken. Also da, sage ich mal, ist das nicht so pralle. Also man könnte es normalerweise jetzt von Bluebricks diesen Empfänger einbauen und damit was Vernünftiges machen. Und da will man da nämlich regulieren können. Das ist die Möglichkeit, die da besteht, um das dann auch akkurat mit den langsamen Fahrstufen dann zu fahren. Also funktionsmäßig geht, also in Gleisen tut er nicht. Ja. Es funktioniert auch alles, fährt auch schön im Kreis. Aber ich denke mal, wenn es zu viele Weichen da sind oder was, dass da das Problem mit den Weichen ist. Aber das müsste man ausprobieren. Also jetzt normal ein Kreis ohne Weichen, das sieht ganz gut aus. Läuft. Also das ist schon ein richtiger großer Klotz. Fahrteste hier ist ja auch. Läuft. Geht. Ja.
So, dann will ich den Motor mal nicht weiter quälen hier. Machen wir wieder alles aus. Also, der Motor ist kraftvoll, der würde auch jetzt das andere auch noch ziehen. Wieder ausmachen hier. Die ganze Sache. Und dann kann man das auch wieder vernünftig an der Seite stellen. Haben wir das nämlich dann auch schon mal soweit gemacht. Also bei mir kommt er ins Regal rein. Ich stelle mir das hier schön in das Regal rein. Sorry, das war runtergefallen. Das ist ein Akku. Wer da dran ist, falls einer fragen sollte. Ich habe hier das Kabel, was noch zugehört. Ne? Das ist ein Akku zum Aufladen. Also keine Batterie mit drin. Zwei Turbo X hier, ja, Batterien kommen hier nur in dieser Fernbedienung rein. Gut, dann sage ich mal danke fürs Zuschauen, ne? Und bis zum nächsten Mal. Ciao!